Allah sagte in Surat Zumar, Surah 39, Vers 67, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt Yawm al-Qiyamah und sagt, dass es einen Tag geben wird, an dem die gesamte Erde, wie groß sie uns auch erscheinen mag, alle in seiner Hand gehalten wird. Und auch der gesamte Himmel, dieser riesige Himmel, den wir uns vorstellen, wird zusammengerollt sein wie Schriftrollen. Und Allah wird sie auch halten bei sich, in seiner rechten Hand. Gepriesen sei er, erhaben ist über das, was ihm beigesellt. Ja, gemeint ist, wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gegenüber sein, wo er all das, was es gibt, dich und mit drin und alles, was es gibt, in seiner Hand, die am Qiyamah halten wird und schütteln wird, ja, um zu zeigen, dass er der Mächtige ist und dass niemand seinem Befehl sich widersetzen kann. Und trotzdem gesellen sie ihm andere beiseite. Das heißt, die Leute schätzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht so ein, wie es ihm gebührt. Wenn die Leute wüssten, wer Allah subhanahu wa ta'ala wirklich ist, dann würden sie ihm niemals gegenüber sündigen. Und wenn sie es tun, dann würden sie es bereuen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gepriesen und erhaben ist über das, was sie ihm beigesellen. Was heißt gepriesen sei Allah? Wir sagen Subhanallah. Wir sagen Subhana Rabbi al-A'la. Wir sagen Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Und ihr wisst ja, wenn man die Worte versteht, die man spricht, dann führt das dazu, dass man im Gebet natürlich auch mehr Khushu' hat. Sondern demütig ist, sich besser konzentriert im Gebet, weil man weiß, was man sagt. Und natürlich ist das besser beim Lobpreisen Allahs, weil wenn du weißt, womit du Allah preist, dann Allah weiß, du meinst das ernst. Ja? Und deswegen, Subhanallah, liebe Geschwister, bedeutet eigentlich, dass man Allah subhanahu wa ta'ala freispricht, erhebt über alles, was ihm an Mangel zugeschrieben werden könnte. Ja, das heißt, du sagst, gepriesen sei Allah, erhaben sei Allah über jeden Mangel. Das heißt, es gibt keinen Mangel, den du Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst. Ja. Und deswegen, wenn du sagst, subhana rabbi al-a'la, dann heißt es, frei sei Allah von allen Mängeln, der Höchste. Oder subhana rabbi al-azim, frei sei mein Herr, Rabbi ist eigentlich mein Herr, so, frei sei mein Herr von allen Mängeln, der Gewaltige. Ja? Und dass man also, weil es immer besetzt wird im Deutschen mit gepriesen sei, was auch immer im Deutschen gepriesen sei bedeuten mag, aber im Arabischen ist es irgendwie damit gemeint. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, sagte, ich lese den Hadith auf Arabisch vor, Ja'a habrun min al-ahbar ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya Muhammad, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. Dieser Hadith der Geschwister von Abdullah ibn Mas'ud überliefert in Al-Bukhari und bei Muslim und lautet wie folgt. Er sagte, ein Gelehrter kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist, wallahu a'lam, ein jüdischer Gelehrter. Kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Muhammad, uns wurde gelehrt, dass Allah die Himmel mit einem Finger und die Erden mit einem Finger und die Bäume mit einem Finger und das Wasser und den Staub mit einem Finger und alle anderen erschaffenen Dinge mit einem Finger festhalten wird, erfassen wird, tragen wird. Dann wird er sagen, subhanahu wa ta'ala, ich bin der König, ana al-Malik. Daraufhin lächelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten. Also heißt im Hadith, als Bestätigung der Aussage des Gelehrten. Dann zitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Ayah, und zwar, und sie haben Allah nicht so geschätzt, wie es ihm gebührt, wo doch die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und bleiben wir bei dieser Überlieferung erst einmal. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, zeigt uns, dass die Juden durchaus zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam
Wissen gehabt haben, was mit dem übereinstimmt, mit dem, was wir vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert bekommen haben. Und normalerweise, wenn man dir eine Geschichte erzählt und du lachst daraufhin, dann kann das verschiedene Bedeutungen haben. Unter anderem kann es die Bedeutung haben, dass du das ins Lächerliche ziehst. Das kann bedeuten, dass du sagst, du lachst darüber, weil das Quatsch ist. Das könnte bedeuten. Aber im Hadith heißt es ausdrücklich, Abdullah ibn Mas'ud sagte, er lachte, bis seine Backzähne zu sehen waren, als Bestätigung für die Aussage des Schriftgelehrten. Tasdiqan li qawli al-habr. Also wortwörtlich. Okay? Das heißt, auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Bäume den Boden oder den Staub und alles auf einem Finger tragen wird und jeweils und danach sagen wird, ich bin der König gemeint ist eben, ich bin der König. Wo sind die Könige der Erde, die geprahlt haben, die überheblich gewesen sind und die behauptet haben, sie hätten Macht? Jetzt sollen sie zeigen, ob sie die Macht haben. In Wirklichkeit ist alles in meiner Hand und das war's. Ja? Die Macht ist Allahs ganz alleine. Und das ist, wie gesagt, dieser Hadith, liebe Geschwister, gehört zu den Hadithen, an die wir glauben, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es uns so mitgeteilt hat. Und des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah. Noch einmal, sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Das heißt, sie denken über Allah nicht so, wie man eigentlich über Allah denken sollte. Sie glauben nicht so an Allah, wie man eigentlich an Allah glauben sollte. Diese Ayah lässt keine zwei verschiedenen Bedeutungen zu. Und zwar bedeutet die Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Erde in seiner Hand halten wird. Denn erstens steht es in der Ayah so und zweitens hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es uns genauso ausgelegt. Und natürlich die Leute, die ein Problem haben mit diesen Ayat, in denen es um die Eigenschaften Allahs geht, sie sagen, das weiß nicht, wie viel Sinn das macht, das auf Deutsch zu übertragen, aber ich mache es einfach mal, dass man Bescheid weiß. Sie sagen, Al-Qabd, was normalerweise die Faust bedeutet, ja, und hier gemeint ist eben, dass Allah das in seiner Hand festhält. Ja. Sie sagen, gemeint ist nicht das, was wir darunter verstehen, sondern gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles in seiner Macht haben wird. Verstanden? Und diese Art Auslegung ist falsch und können wir klar sagen, dass sie falsch ist. Erstens, weil, wie gesagt, wenn Allah sagen wollte, hätte er das direkt gesagt. Ja, hat er nicht gesagt. Zweitens, was sehr wichtig ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith, wo der jüdische Schriftgelehrte gekommen ist, wo noch detaillierter auf die Sache eingeht, nicht sogar von der Hand spricht, sondern von einzelnen Fingern, auf denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde und den Boden so trägt und so weiter. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, also authentischer Hadith unter Beeinkunft der Ulama. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir von Ahl Sunnah Jama'a nie ein Problem mit diesen Ayat und mit diesen Hadith, wenn wir einfach die Grundsätze anwenden, die wir zu Beginn erwähnt haben, und zwar, dass wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt sich am besten aus über sich selbst und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst etwas berichtet, dann musst du es glauben, so wie Allah es berichtet hat. Und betrachte nicht eine bestimmte Ayat und lass die anderen Ayat weg, sondern wie Allah sagt in verschiedenen Ayat, nichts ist ihm gleich und doch ist er der Allhörende, der Allsehende. Ja? Und deswegen, dies ist der Grundsatz der Ahl Sunnah al-Jama'a, egal was sie von diesen Sachen hören, sie haben kein Problem damit. Und der Nutzen, den wir aus diesen Sachen ziehen, ist, dass wir sehen, wie unglaublich gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie klein wir eigentlich sind, wie nutzlos wir sind, wie machtlos wir sind im Vergleich zur Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Hadith erzählt hat, hat keine Angst gehabt davor, dass die Sahaba verstehen würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala aussieht wie wir Menschen. Hat er keine Angst gehabt davor, weil die Sahaba radiallahu anhum an den Islam komplett glauben, an den Koran. Nicht einen Teil des Koran, einen Teil weglassen. Ja? Und eben wir, auch wir wissen zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht so aussieht wie ein Mensch und trotzdem hat er sich hier Dinge zugeschrieben, die wir ihm zuzuschreiben haben, weil sie eben im Koran stehen oder weil eben der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sachen beschrieben hat. Ja. Und wie gesagt, die Hand in der arabischen Sprache hat zwar mehrere Bedeutungen, aber weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Fingern gesprochen hat, kann damit nur die Hand gemeint sein, die wir sprachlich verstehen und kann damit nicht etwa die Gunsterweisung oder die Macht Allahs gemeint sein. Es heißt ebenfalls im Hadith, liebe Geschwister, dass der Allah subhanahu wa ta'ala
diese Himmel und Erden, ganz kurz. In der Ayah, die wir gerade eben vorgelesen haben, heißt es am Ende: وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Das heißt, und die Himmel sind in seiner Rechten zusammengefaltet. Die werden zusammengefaltet sein. Wie gesagt, eine Schriftrolle wird gerollt und dann wird Allah es in seiner rechten Hand festhalten. Die Leute, die auch damit ein Problem haben, was haben sie gesagt? Die haben gesagt, das Wort Yamin auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Das ist immer das gleiche Spiel. Das Wort Yamin auf Arabisch kann bedeuten rechte Hand und kann aber auch bedeuten Schwur. Das heißt, sie wollen damit sagen, als würde Allah subhanahu wa ta'ala schwören, dass die Himmel wirklich gefaltet werden, sein werden, Yawm al-Qiyamah. Aber nicht in seiner Hand, sondern sie werden gefaltet sein. Okay? Das heißt, sie haben immer diesen Weg, den sie versuchen zu gehen. Aber das ist natürlich falsch, was sie gesagt haben, denn das werden wir gleich schon noch näher erläutern. Aber was heißt, wir haben es ja schon erläutert, die Sache, der Hadith vom Propheten ist glasklar, dass damit eine Hand gemeint ist und nicht einfach eine etwas anderes damit gemeint ist. Wenn wir mit solchen Leuten diskutieren und mit ihnen versuchen, über solche Themen sie zum richtigen Weg zu bringen, dann können wir sie mit ihnen auf folgende Art und Weise diskutieren. Wir können zu ihnen sagen: Kennt ihr euch besser aus über Allah subhanahu wa ta'ala als Allah selbst? Wenn sie sagen ja, sind sie Kuffar. Und wenn sie sagen nein, dann fragen wir sie weiter: Könnt ihr euch besser ausdrücken, oder wer kann sich besser ausdrücken in Bezug auf das, was er sagen will? Allah subhanahu wa ta'ala oder ihr? Wenn sie sagen wir, sind sie Kuffar. Wenn sie sagen Allah, dann ist die Sache vorbei. Weil dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den klarsten Ausdruck verwendet für das, was er sagen will. Für das, was er sagt. Wenn er sagen wollte, was anderes, hätte er uns nicht diese zweideutigen Worte gegeben. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache, Yawm al-Qiyamah, die gesamte Erde in seiner rechten Hand halten wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt. Und dann ist die weitere Frage: Wer ist eifriger in der Hinsicht, dass er den Leuten die Religion richtig beibringt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder ihr? Und wenn sie sagen, wir, sind sie Kuffar. Wenn sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagen wir, guck mal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat von Hand und Fingern gesprochen und hat kein Problem damit gesehen. Aber ihr seht das Problem damit, das heißt, ihr habt das Problem. Nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht die Leute, die dem Propheten darin folgen, sallallahu alaihi wasallam. Außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern, der Fingern des Al-Abamas. Und dieser Hadith ist auch bei Sahih Muslim. Ja? Das heißt, also auch die Sache mit den Fingern ist Allah sallallahu alaihi wasallam klar zugeschrieben. Und wir gehen genauso weit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam weit gegangen ist. Wenn er spricht von einer Hand, sprechen wir von einer Hand. Wenn er spricht von Fingern, sprechen wir von Fingern. Aber wir gehen nicht weiter. Wir sprechen nicht von Handgelenken, wenn nicht Handgelenke erwähnt sind. Wir sprechen nicht von Fingernägeln, wenn nicht Fingernägel erwähnt sind. Ja? Das heißt, wir halten uns wortwörtlich an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Denn er kennt sich besser aus als wir. Und wir folgen ihm genau darin. Sogar in der Wortwahl folgen wir ihm. Ja? Ihr wisst, einer der wenigen Fehler, die sich befinden in Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Al-Aqidah Al-Tahawiyyah gehört zu den bekanntesten Texten über die Aqidah. Okay? Und dieser Al-Aqidah Al-Tahawiyyah, da gibt es zwei, drei Sachen, die die Gelehrten kritisiert haben in Bezug auf diesen Text. Und das weist darauf hin, dass der Text sehr wertvoll ist. Denn wenn man die Fehler abzählen kann, dann ist es eine sehr wertvolle Sache. Weil da kann man die Leute warnen von zwei, drei Sachen und dann kann man sagen, den Rest lernst du einfach davon. Ja? Und deswegen muss man sich mal bewusst machen, ja? Auch wenn du von einem Gelehrten hörst, er hat diesen Fehler und diesen Fehler, die zwei Fehler hat er. Ja? Ich rede von Fehlern, also nicht von jetzt grundsätzlichen Fehlern. Er leugnet die Sunna, das ist ein Fehler. Das meine ich nicht, ja. Das ist ein großer Fehler. Aber wenn ein Gelehrter einen Fehler, zwei Fehler hat, einfacher Fehler, ohne jetzt darauf näher reinzugehen, dann barakallah fi, alhamdulillah. Er hat genau zwei, das heißt, alles andere ist in Ordnung. Das ist ein Lob für ihn. Und auch bei dieser Aqidah, einer von diesen Fehlern ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben als Qadim bezeichnet hat. Qadim heißt, ich will nicht sagen alt, alt nicht im Sinne von gebrechlich, zerbrechlich, müde und sowas. Nein, alt im Sinne von gibt es schon sehr, sehr lange. Ja? So hat er den Brief verwendet. Und trotzdem haben die Gelehrten gesagt, das war ein Fehler, weil der Begriff alt ist, oder Qadim, ich sag mal beim Begriff Qadim auf Arabisch, der ist nicht in Bezug auf Allah erwähnt worden, weder im Koran noch in der Sunna. Weder bestätigend noch verneinend. Das heißt, weder gibt es einen Beweis, dass wir Allah als Qadim bezeichnen sollen, noch gibt es einen Beweis, dass wir Allah nicht als Qadim bezeichnen sollen.
Deswegen sagen wir weder Allah ist Qadim, noch sagen wir Allah ist nicht Qadim. Wir sagen weder noch, sondern wir sagen, wie Allah sagt im Koran, Allah ist der Erste und der Letzte. Das heißt, die Wortwahl ist auch die Wortwahl des Koran und die Wortwahl des Propheten. Wie kann man dann in die Irre gehen? Geht nicht. Ja? Du kannst nur in die Irre gehen, wenn du andere Wort verwendest, weil du dann die Gefahr ausläufst, dass du, etwas anderes glaubst, als Allah subhanahu wa ta'ala etwas gesagt hat. Ja? Aber wenn du genau die gleichen Worte verwendest, wie kann man mir einen Vorwurf dann machen? Ich sage, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, unmittelbar gesprochen. Warum? Weil Allah sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ja? Und ich sage jetzt auf Arabisch, Allah hat kallam Allah musa takrim. Er sagt wortwörtlich auch genau das Gleiche. Wenn du jetzt ein Problem damit hast, weil du etwas Falsches glaubst, das ist dein Problem, nicht meins. Ich habe genau das gesagt, was Allah im Koran gesagt. Also kann diese Gruppe von Muslimen, die an den Koran so glaubt, wie er da steht, niemals in die Irre gehen. Weil wenn sie gefragt werden, warum, sagen sie, weil Allah, du hast es gesagt. Das war's. Aber die anderen, wenn sie gefragt werden, warum hast du gesagt, Allah hat nicht mit Musa direkt gesprochen, obwohl im Koran steht, Allah hat mit Musa direkt gesprochen, dann sagen sie, ja, weil Gott, wir glauben nicht, dass du wirklich sprechen kannst und so, weil du bist du ein Mensch. Während sie mit Allah sprechen, ne? Aber klar, sagen sie das dann zu ihm. Und so merken sie, dass sie vollkommen in der Irre gewesen sind und hätten sie doch nur an den Koran geglaubt und die Sache wäre erledigt gewesen. Manche Leute sagen, wir geben euch recht, dass sich an die Worte zu halten des Koran und der Sunna und sich an die Worte zu halten, die auch die Sahaba und Tabi'in und Atba'at Tabi'in verwendet haben, das ist das Beste. Und sie sagen, das ist der sicherste Weg. Sie sagen, das ist der sicherste Weg. Sagen wir, Mashallah, Alhamdulillah. Dann sind wir uns ja einig. Dann sagen sie, ja, aber das ist zwar das sicherste, allerdings der Weg, den wir folgen, indem wir zum Beispiel sagen, es steht zwar da, dass Allah eine Hand hat, aber gemeint damit ist was anderes, haben sie gesagt, dieser Weg ist wissensreicher und weiser. Sie sagen, dieser Weg ist wissensreicher und weiser. Das ist Müll, ja? Das ist Quatsch. Das ist absolut, kannst du in die Mülltonne schmeißen. Ja? Wie kann denn der Weg von den Leuten im Jahr 1500 oder im 15. Jahrhundert besser gesagt, weiser sein und wissensreicher sein, als der erste Weg? Das ist der Weg der Salaf al-Salih, ist auf jeden Fall der sicherere, klar. Wenn ein Weg sicherer ist, ist er dann nicht automatisch weiser? Oder ist man weise, wenn man ein Risiko eingeht? Ja? Also das ist Quatsch. Ja? Aber tatsächlich gibt es Leute, auf die anderen mit dem Finger zeigen, dass sie Gelehrte sind und sie leben noch oder sind schon gestorben und die haben solche Ausdrücke gesagt, der Weg der Salaf, das heißt der Sahaba und Tabi'in und Atba'at Tabi'in, ist der sicherere. Sag einfach das, was im Koran steht und fertig. Und füge nichts hinzu. Aber unser Weg ist wissensreicher und weiser, weil wir den Leuten erklären, dass wirklich dahinter steckt. Ja, das kann niemals der Fall sein, sondern es kann nur sein, dass der Weg der Salaf al-Salih, das der richtige Weg ist und der weisere Weg ist und der wissensreichere Weg ist. Welches Wissen hast du denn? Woher kommt dein Wissen? Dein Wissen über Allah kann nur vom Koran, von der Sunna kommen. Also woher soll dein Wissen kommen? Ja? Neue Quelle? Traum? Oder sowas? Das gibt's nicht. Also deswegen kann der Weg später weder weiser sein, weil der sicherere ist der weisere, noch kann der Weg wissensreicher sein, weil das Wissen über Allah kannst du nur im Koran kriegen und durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da steht nicht drin, was ihr gesagt habt. Außerdem möchte ich auf einen sehr wichtigen Hadith hinweisen, diesbezüglich. Und zwar, liebe Geschwister, weil wir sozusagen die Sache hier abschließen, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte Folgendes, und diesen Hadith wollen wir uns verinnerlichen. Ich sage ihn erstmal auf Arabisch, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die zweite, ja, auf jeden Fall, das Bukhari Muslim, den zweiten Teil, den ich sagen werde, der ist nur bei Muslim, habe ich ihn gefunden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird immer eine Gruppe von meiner Gemeinde geben, die offenkundig auf der Wahrheit sich befinden wird. Es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen, bis Allahs Befehl eintrifft und sie in diesem Zustand sind. Ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Der Gesandte Allah sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die den Islam richtig befolgen oder den Islam richtig den Leuten weitergeben und wissen, was die Wahrheit ist, wie der richtige Islam ist. Und es stört sie nicht, dass andere sie im Stich lassen. Es ist ihnen egal, dass die meisten von den anderen Muslimen andere Wege folgen. Aufpassen, dieser
Hadith bis jetzt, den können auch Ahl al-Bid'ah verwenden. Ja, Ahl al-Bid'ah können genau das gleiche sagen. Ihr Sheikh mit dem ganzen langen Bart erklärt ihnen diesen Hadith und sagt ihnen, Leute, das stört uns nicht, dass die anderen andere Wege gehen. Ja, das ist immer noch. Aber das Problem ist, ihr werdet gleich sehen, was der entscheidende Punkt ist. Oder manche von euch haben das vielleicht schon gesehen, ich weiß nicht. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'ti amru Allahum kathalik. Das heißt, es wird immer diese Gruppe geben, bis Allahs Befehl eintrifft, und sie in diesem Zustand sind. Und dieser Ausdruck, bis Allahs Befehl eintrifft, kann bedeuten, wallahu a'lam, das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Version des gleichen Hadiths gesagt hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen, also bis Allahs Befehl eintrifft, da versteht man normalerweise darunter, bis Yawm al-Qiyamah eintrifft. Bis die Zeit vorbei ist, bis die Dunya zu Ende ist. Ja? Und in einer anderen Überlieferung heißt es, unter ihnen wird Isa a.s. erscheinen und dann wird diese Sache stattfinden, weil diese Gemeinschaft, diese rechtschaffende Gemeinschaft, in dem Zeitpunkt, wo Isa kommen will, sie wird einen Führer haben, sie wird einen Khalifa haben, dem sie folgen und der dann beim Morgengebet die Leute anleiten will, aber sie wird ihnen vorbeten und in diesem Moment erscheint ihnen Isa a.s. und dann natürlich der Imam, der ihn vorbeten möchte, macht den Platz frei für Isa a.s., dass er ihn vorbeten kann. Denn wer stellt sich vor, einen Propheten um zu beten? Auch Abu Bakr wollte das nicht machen mit Muhammad s.a.w. Und dann wird allerdings Isa a.s. sich weigern und wird sagen, die einen von euch sind Führer der anderen. Und das ist ein großes Lob für diese Leute, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Und er wird eben dem Imam sagen, dass er vorbeten soll. Und Isa a.s. wird hinter ihm das Gebet verrichten, als ein unglaubliches Lob. Was Größeres kann man sich nicht vorstellen, denn Isa a.s. bestätigt dadurch, dass sie sich auf der Wahrheit befinden. Und eine ganz entscheidende und wichtige Sache, die viele Leute mit Sicherheit nicht daran denken, ist, dass Isa a.s. zeigt dadurch, dass er dadurch niemandem anderes folgt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil er sich hier einfügt hinter dem Imam, der so betet, wie die Muslime immer gebetet haben, nach dem Koran und nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Isa a.s. wird hinter ihm das Gebet verrichten. Das heißt, er bestätigt dadurch, dass er keine neue Gesetzgebung irgendwie offenbart bekommen hat, kein neues Gesetz den Leuten überbringen wird, keinen neuen Glauben, sondern deswegen ist er auch in den Hadithen, ist der Isa a.s. im Koran ist er als Rasul bezeichnet worden, als Gesandter. Aber in den Hadithen dann, wo er beschrieben wird, dass er erscheinen wird, ist er beschrieben worden als Nabi. Und der entscheidende Unterschied ist, deswegen ist einer der Beweise, dass es einen Unterschied gibt zwischen Al-Rasul und Al-Nabi. Und zwar der Unterschied, und warum ist er als Nabi bezeichnet worden? Weil, wie die Gelehrten gesagt haben, nach der richtigen Ansicht, wallahu a'lam, dass der Unterschied zwischen Rasul und Nabi ist, dass der Rasul bringt ein neues Gesetz. Ja? Und der Nabi bringt kein neues Gesetz. Und deswegen, Isa wird nämlich offenbart werden, zweifellos. Im Hadith glasklar, ihm wird Offenbarung gegeben werden. Aber nicht Offenbarung im Sinne von einem neuen Gesetz, sondern Offenbarung im Sinne von, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Sachen mitteilt, die er nicht gewusst hat. So, was ist der Punkt jetzt von dem Hadith? Warum habe ich den Hadith erwähnt? Ich habe doch gesagt, diesen Hadith, da kann doch jede Sekte den verwenden als Beweis. Nein, eben nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Denn der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass es diese Gruppe immer geben wird. Diese Gruppe hat es immer gegeben. Zweifelt jemand darunter, dass der Prophet zu dieser Gruppe gehört? Wenn nicht, Entschuldigung, wenn niemand daran zweifelt, dann ist die Sache schon erledigt, dann ist die Diskussion schon vorbei. Weil wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die sich auf der Wahrheit befindet, und er gehört zu dieser Gruppe, okay, dann muss es sie gegeben haben zur Zeit der Tabi'in, nach Tabi'in, es muss sie heute geben, es muss sie noch morgen geben, es muss sie Yawm al-Qiyamah geben, okay? Alle anderen Sekten hat es niemals am Anfang gegeben, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Alle anderen Sekten, die es gibt, egal wie sie heißen, die sind zu viel, als dass wir sie mit dem Namen alle aufzählen könnten. Jede dieser Sekten hat es erst gegeben nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also automatisch wissen wir, dass es sie nicht gibt, dass sie nicht mit dieser Gemeinschaft gemeint sein konnten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erwähnt hat. Walhamdulillah. Und wie kann man zu dieser Gemeinschaft gehören? Naja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde auch gefragt, wie, indem man sich an das hält, an was er sich hält und an das, was seine Freunde halten. Also gib einfach die Aqidah, genauso wieder, wie sie im Koran steht, und du wirst niemals in die Irre geleitet werden können. Wallahu ta'ala a'lam. Und wir sagen, Wallahu ta'ala a'lam, im Sinne von,
dass wir Allah subhanahu wa ta'ala loben und dass wir ihm das Wissen letztendlich zuschreiben. Ansonsten, wir sind uns der Sache sicher. Ja? Wir sind uns der Sache 100% sicher, dass man nicht in die Irre gehen kann. Ja? Und nicht Allahu A'lam im Sinne von, aber ich bin mir nicht sicher, und er sagt, nein, Allahu A'lam, weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der uns dieses Wissen gegeben hat, was wir hier unterrichten und was wir den Leuten weitergeben. Ja? In der Version bei Sahih Muslim geht es am gleichen Hadith mit dem jüdischen Gelehrten. والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. In der Version bei Muslim heißt es: Und die Berge und die Bäume wird er auf einem Finger tragen und dann wird er sie schütteln und er wird sagen: Ich bin der König, ich bin Allah. Und das weist auch wieder darauf hin, dass es tatsächlich um ein richtiges, wirkliches Schütteln geht, eine wirkliche Hand geht und nicht um irgendwie etwas im übertragenen Sinne. Und der Gesandte Allahs, und das ist auch noch ein schöner Beweis, sallallahu alaihi wasallam, als er diese Aya vorgelesen hat, beziehungsweise als er diesen Hadith uns erläutert hat, hat er diese Bewegung dabei gemacht. Ja? والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Alles ist am jüngsten Tag in seiner Faust und in seiner Hand hat er diese Bewegung gemacht, die Hände auf und zugemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Ja? Um zu verdeutlichen, dass das gemeint ist, was auch in der Aya steht. Ja? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er diese Aya gelesen hat und dabei seine Hand auf zugemacht hat und gesagt hat, was Allah sagt, ich bin der König, ich bin Allah, dabei ist der Minbar, auf dem er stand, sallallahu alaihi wasallam, die Kanzel, auf der er stand, ja, ist erschüttert und hat sich bewegt aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies alles, liebe Geschwister, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Herz vollkommen gefüllt ist von Gottesfurcht und Verherrlichung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt aber trotzdem eine Weisheit, die man nicht vergessen darf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam spricht mit Leuten, die vernünftig sind. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und manchmal sprechen wir mit Leuten, die nicht vernünftig sind. Und wenn du mit Leuten sprichst, die dich falsch verstehen könnten, dann lass du solche Bewegungen weg. Weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, und du wirst, manche Leute, sie suchen nur Fehler bei dir. Ja? Die setzen sich zum Beispiel in deiner Sitzung und sie bezeichnen dich als irgendein Anhänger einer Sekte. Wir meinen damit auf der Aqidah al-Mushabbiha, das heißt, die Allah subhanahu wa ta'ala gleichsetzen mit seinen Geschöpfen. Ja? Und sie sagen, ach guck mal, siehst du, er hat seine Handbewegung gemacht, er will damit sagen, Allah macht das genauso, wie er das macht und so weiter und so fort. In diesem Fall, lass das weg. Ja? Wie gesagt, und nicht, dass einer auf die Idee kommt zu sagen, wie kannst du etwas unterlassen, der Gesandte Allah hat es auch gemacht. Ja okay, aber die Leute, die zugehört haben, waren nicht die gleichen, die heutzutage zuhören. Und deswegen, also der Vergleich hinkt. Ansonsten würden wir natürlich das Gleiche machen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Version bei Bukhari heißt es, يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعَ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعَ وَسَائِرَ الْخَلْقَ عَلَى إِصْبَعَ. Das heißt, er wird die Himmel alle auf einen Finger setzen und das Wasser auf einen Finger und den Staub oder den Boden, die Erde auf einen Finger und alle anderen Geschöpfe auf einen Finger. Übrigens, in diesen Hadithen ist der Beweis dafür, dass, die Anzahl der Himmel, wissen wir aus dem Koran, sind 7. Und die Anzahl der Erden sind auch 7. Aus diesen Hadithen wissen wir das klar und deutlich. Im Koran gibt es einen Hinweis darauf, in Surat Talaq, ein Hinweis in dem Sinne, weil es nicht ausdrücklich steht, sind 7. Sondern es heißt, er hat 7 Himmel erschaffen und وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ und von der Erde dasselbe, sage ich mal jetzt grob ausgedrückt. Aber wenn du Übersetzung anschaust, dann müssen sie immer sagen, was halt dasselbe gemeint ist, von gleicher Anzahl. Dasselbe in der, weil was ist der Zusammenhang, was heißt dasselbe wie die Himmel? Es gibt keinen Vergleich. Die Himmel sehen aus, nicht anders, also ganz anders aus wie die Erde. Okay? Aber der Vergleich ist eben in der Hinsicht der Anzahl. Ansonsten, die Hadithe haben das klar und deutlich gemacht, wie der Hadith, den wir jetzt sehen werden. Und zwar bei Muslim, ist eine andere Version von Ibn Umar, radiallahu anhu, bestätigt, dass der Gesandte Allah s.a.w. folgendes gesagt hat: يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أنا الأين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Diese Überlieferung, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah wird am jüngsten Tag die Himmel zusammenrollen, zusammenfalten. Dann wird er sie mit seiner rechten Hand nehmen. Nicht mit seiner rechten, wie man so heißt jetzt wortlich, mit seiner rechten Hand nehmen. Und dann wird er sagen, ich bin der König, wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Überheblichen? Und dann wird er die 7 Erden, das ist der ausdrücklich, ja? Die 7 Erden wird er ebenfalls falten und dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen oder mit seiner linken nehmen und dann wird er sagen, ich bin der König,
Wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Überheblichen? Ebenfalls diese Überlieferung ist bei Sahih Muslim überliefert worden. In diesem Hadith haben wir, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah. Manche Ulama sagen, dieser Ausdruck ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ sei nicht authentisch. Das heißt, sie sagen, obwohl der Hadith bei Bukhari, bei Muslim steht, aber dieser Ausdruck, dieser Teil des Hadithes, dann wird er sie mit seiner linken Hand nehmen, ist nicht authentisch. Allah Ta'ala weiß am besten Bescheid, wie dem auch sei, Sheikh Al-Albani rahimahullah hat in Al-Jami' al-Sahih und Al-Mishkah hat gesagt, das ist sahih, dieser Hadith ist sahih, und daran halten wir uns. Aber was uns entscheidend ist, manche leugnen diese Sache aufgrund der Problematik, die wir vorher erwähnt haben. Sie haben ein Problem damit zu sagen, Allah habe eine rechte Hand und eine linke Hand. Obwohl es völlig klar ist, also das ist, dass Allah zwei Hände hat, ist im Koran völlig klar, also in mehr als einer Ayah ausdrücklich erwähnt worden. Aber sie stört die Sache mit der linken Hand. Aufgrund eines Hadithes, und zwar als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, kennt ihr den Hadith, dann hat Allah Adam die Wahl gegeben zwischen seinen Händen. Allah subhanahu hat die Hände, seine Hände geschlossen und hat sie, hat Adam vor die Wahl gestellt. Er soll die linke oder die rechte Hand wählen. Adam a.s. wählte dann die rechte Hand. Und darin sah er dann seine gesamte Nachkommenschaft. Er sah dann seine gesamten Kinder, alle, die bis Yom Qiyamah geben wird. Und dann kennt ihr den Hadith, unter ihm sah er dann Dawud alayhi salam, und dann hat er gefragt, ja, wie lange wird er leben, und dann hat er gemeint, das ist ein bisschen zu kurz, und hat er von seiner eigenen Lebenszeit, Adam, Dawud etwas geschenkt. Und deswegen, als Adam alayhi salam, der Engel des Todes zu ihm kam und wollte seine Seele nehmen, dann hat Adam gesagt, Moment, es ist noch zu früh, ich hatte doch so und so viele Jahre zu leben, ja? Und dann sagte er, aber du hast doch deinem Sohn Dawud was geschenkt davon. Und dann hat er es geleugnet. Im Hadith, fajahadat dhurriyah. Das heißt, er leugnete und deswegen leugnet dann auch seine Nachkommenschaft. Das heißt also, gemeint ist, weil er geleugnet hat und wir nicht niemand anderes sind als Kinder von ihm und erben seine Eigenschaften, weil wir von ihm abstammen, gehört es auch zu den Eigenschaften der Menschen, dass sie hin und wieder leugnen. In diesem Hadith, warum ich das erwähnt habe, in diesem Hadith, als Adam die Rechte erwähnt hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und beide seine Hände sind recht. Und beide seine Hände sind recht. Das heißt, beide Hände Allah sind recht. Und das ist der entscheidende Punkt. Manche Leute haben gesagt, deswegen darfst du nicht sagen, linke Hand, rechte Hand, weil er sagte, beide seine Hände sind recht. Aber die Antwort darauf ist, wallahu ta'ala a'lam, liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, zu leugnen. Hier geht es nicht, nicht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen will, Allah hat zwei rechte Hände. Nein, darum geht es nicht. Sondern darum geht, es geht einfach darum, die rechte Hand wird verwendet für Dinge, die edel sind. Und die linke Hand wird verwendet für Dinge, beim Menschen rede ich, ja, wird verwendet für Dinge, die man macht, wie zum Beispiel, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, reinigt sich mit der linken Hand, nicht mit der rechten. Und deswegen schwirrt in den Köpfen der Menschen rum, dass die linke Hand weniger wert ist als die rechte. Einfaches Beispiel, wenn jemand gefragt würde, welche Hand hättest du lieber, die rechte oder die linke, jeder würde sagen, die rechte. Jeder will sagen, ich weiß nicht, die Leute mit links schreiben vielleicht nicht, aber normalerweise, die Leute werden sagen, die rechte Hand, das ist die edlere Hand, mit der begrüßt man, der isst man, mit der gibt man, mit der nimmt man, ja. Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihm ist es aber nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen, er hat keine Hand, die wertvoller ist als die andere und somit ist die andere weniger wertvoll. Ja. Insofern hat der Prophet auch dann gesagt, kilta yadayhi yamin, beide seine Hände sind recht. Ja, es ist nicht eine linke, die andere weniger wertvoll, das ist damit nicht gemeint. Und deswegen haben wir kein Problem, sollte dieser Ausdruck links authentisch sein, daran zu glauben, und das ist keine Sache. Ja. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, مَسَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ. Das heißt, Ibn Abbas sagt, radiallahu anhu, und aufpassen, Ibn Abbas sagt jetzt etwas, aber er schreibt es nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Das heißt, die Aussage ist eigentlich mawquf, das heißt eine Aussage von Ibn Abbas, eine Aussage von einem Sahabi. Aber ihr werdet sehen, der Inhalt, den konnte er nicht wissen, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm erwähnt. Es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das beigebracht. Woher soll er das wissen? Er sagte, die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Hand des Alabamas. Al-Kaf ist übrigens die Innenseite der Hand. Das heißt, sind in der Innenseite von Ar-Rahman nur so wie ein Senfkorn in der Hand von einem Menschen von euch. Die sieben Himmel und die sieben Erden sind in der Handfläche des Alabamas
so wie ein Senfkorn in der Hand einer Person von euch. Ja? Und diese Aussage, zweifellos, der spricht über eine Sache, die hat er niemals gesehen, und über größten Verhältnisse, die kann er niemals wissen, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese Sache mitgeteilt. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, nach einer kurzen Recherche, wie auch der Autor von Qawl al-Mufid sagte, rahimahullah, befindet sich nicht so in At-Tabari. Obwohl der Mann, obwohl es, wie heißt es, in At-Tabari, das heißt, gemeint ist Tafsir von At-Tabari, rahimahullah ta'ala, dort befindet sich diese Überlieferung, aber im folgenden Wortlaut, nicht fi kaffir Rahman, das heißt in der Handfläche des Alabama, sondern fi yadir Rahman, fi yadillah, in der Hand Allahs. Aber Schnuppe, also Jacke wie Hose, wie man sagt auf Deutsch, ist für uns nicht so interessant. Außer, dass die Frage ist, dürfen wir Allah eine Handfläche zuschreiben oder nicht? Das ist der Punkt. Und das ist in anderen Hadithen authentisch überliefert, nicht in diesen. Insofern ist es tatsächlich Jacke wie Hose. Weil die Bedeutung des Hadithes ist glasklar. Und auch diese Überlieferung, Wallahu ta'ala a'lam, ist authentisch über Ibn Abbas, radiallahu anhu, überliefert worden. Wallahu a'lam. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, sagte, ungewohnterweise erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, hier den Isnad von At-Tabari. Er sagte, haddathani Yunus, qala akhbarana ibn Wahab, qala ibn Zayd, qala haddathani Abi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma samawatu sab'u fil kursiyi illa ka darahima sab'atin ulqiyat fi turs. In dieser Überlieferung, Ibn Jarir, rahimahullah, sagte, mir hat Yunus erzählt, Yunus ibn Abdullah, einer seiner Lehrer, dass Ibn Wahab ihm berichtet hat, dass er gesagt hat, Ibn Zayd sagte, mir hat berichtet mein Vater, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Thronschemel Allahs nur so wie sieben Münzen, die man in eine Ledertasche wirft. Wie heißt es? Diese Überlieferung vorneweg, Al-Dhahabi und Ibn Kathir sagten, die ist daif. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, ich übersetze trotzdem die Bedeutung. Und zwar die sieben Himmel im Vergleich zum Thronschemel. Thronschemel ist Al-Kursi. Ihr kennt Ayat Al-Kursi, jeder von uns kennt sie auswendig. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diese Ayat, liebe Geschwister, nennt man Ayat Al-Kursi. Al-Kursi ist auf Arabisch der Thronschemel. Ein Thronschemel ist bei einem Thron die Fußbank. Das heißt, wenn du normalerweise einen Stuhl hast und unten ist eine Ablage, wo man seine Füße drauf tun kann, das nennt man Fußbank. Thronschemel, ja, auf Deutsch. Und das ist auf Arabisch Kursi. Ja. Und Allah hat das in Al-Kursi erwähnt, sonst würde ich nicht erzählen. Und Ibn Abbas hat uns das auch so erläutert, dass das auch damit gemeint ist. Und dann sagte er, in diesem Hadith wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, dass er gesagt hat, die sieben Himmel sind im Vergleich zum Kursi, dem Thronschemel, nur so wie sieben Münzen, Dirham ist eine Silbermünze, die man in eine Ledertasche geworfen hat. Ledertasche gemeint ist hier, wo man sein Schwert oder ähnliches aufbewahrt, wallahu a'lam. Also etwa eine kleine Sache gemeint, sonst gar nichts. Und das ist nur der Thronschemel. Das ist nicht der Thron. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, das Größte, kennt er ganz alleine. Niemand kennt sie außer ihm. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes sagen, mal kursiyu fil arshi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat bayna dhahri falatin min al-ard. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes sagen, dieser Hadith hat Al-Albani gesagt, das ist sahih. Der Thronschirm, Al-Kursi, in Bezug auf Al-Arsch, ist so wie ein Eisenring, den man in eine Wüste geworfen hat. Das ist der Größenverhältnis. Zwischen Al-Kursi und dem Al-Arsch selbst. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, eine Überlieferung, بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Ibn Mas'ud رضي الله عنه sagt hier auch eine Sache, die man nur wissen kann, wenn man, wie heißt es, das gehört hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings habe ich niemanden gefunden, der diese Überlieferung als authentisch eingestuft hat, auf den man sich verlassen kann, wallahu a'lam. Aber trotzdem lese ich euch die Überlieferung vor. Ibn Mas'ud sagte, zwischen dem untersten Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen dem siebten Himmel und Al-Kursi ist eine Entfernung von 500 Jahren und zwischen Al-Kursi und dem Wasser ist eine Entfernung von 500 Jahren und der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron und trotzdem
bleibt ihm nichts von euren Taten verborgen. Ja. Und dann überliefert, sagt der Autor, über wen er diesen Hadith überliefert hat. Und das Einzige, was ich gesehen habe, Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte, dass dieser, dieser Hadith, für ihn gibt es mehrere Überlieferungswege, aber das heißt noch nicht viel. Ja? Wenn ein Hadith durch mehrere Überlieferungswege überliefert ist, heißt noch gar nicht, dass er authentisch ist, überhaupt nicht. Und der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass es sahih ist, ist Al-Hakim al-Naisaburi, rahimahullah. Und Al-Hakim al-Naisaburi, auf den darf man sich nicht komplett verlassen, wenn er einen Hadith als authentisch eingestuft hat. Na. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء والسابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen, das ist ebenfalls ضعيف. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu sagte, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wisst ihr, wie groß die Entfernung ist zwischen Himmel und Erde? Dann sagten sie, Allah und sein Gesandter wissen es besser Bescheid, wissen es am besten. Er sagte, zwischen dem Himmel und der Erde ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und zwischen jedem Himmel und dem danach ist eine Entfernung von 500 Jahren. Und die Dicke von jedem Himmel hat eine Entfernung, eine Größe von 500 Jahren. Und zwischen dem siebten Himmel und dem Thron ist ein Meer. Vom untersten Punkt dieses Meeres bis zum obersten ist so viel wie zwischen dem Himmel und der Erde, und Allah ist über all diesen, und trotzdem bleibt ihm nichts von den Taten der Kinder Adams verborgen. Dieser Hadith, wie gesagt, bei Abu Dawud und bei anderen überliefert worden. Und was bedeutet eine Entfernung von 500 Jahren? Normalerweise, wenn das überliefert ist, wenn das erwähnt wird in der Hadith der Geschwister, dann ist damit gemeint eine Entfernung, die heißt es, man zurücklegt in eine Zeit von 500 Jahren. Das heißt, man braucht 500 Jahre, bis man diese Strecke, und so berechnet man ja auch die Lichtjahre. Ja? Ein Lichtjahr ist eine Entfernung, die das Licht braucht, um diese Strecke zu überwinden. Ja? Das heißt, eine unglaublich große Strecke, die kann man mit Zahlen nicht mehr vernünftig ausdrücken, sodass man sich das vorstellen kann. Also sagt man einfach, die Lichtgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeit von ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also sagen wir, das Licht bei dieser Geschwindigkeit, wenn es ein Jahr braucht, um eine Entfernung zu überwinden, dann sagen wir, das ist ein Lichtjahr. Und davon gibt es dann Millionen Lichtjahre und weiß nicht was. Also Größenverhältnisse, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Deswegen gibt es manche Gelehrte, die diese Hadithe unter anderem deswegen kritisiert haben. Sie haben gesagt, dass diese Hadithe stimmen nicht ein mit der heutigen modernen Wissenschaft mehr. Weil sie sagen, 500 Jahre, was heißt 500 Jahre? Wir kennen Entfernungen, sie sagen. Auf der einen Seite sagt ihr uns, das alles ist der unterste Himmel. Und auf der anderen Seite sagt ihr uns, 500 Jahre braucht die Entfernung, um das zurückzulegen. Mit was? Also, was wir kennen, ist normalerweise mit einem Kamel, weil das sind die Sachen, die der Prophet den Leuten mit denen gesprochen hat. Und wir sagen, das ist bei weitem nicht mehr, passt nicht mehr. Ja? Wie dem auch sei, erstens einmal, die Hadithe, wenn sie nicht authentisch sind, brauchen wir uns nicht darum kümmern. Aber, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem hat hier in diesen Hadithen, wenn er sie gesagt hat, nicht geschrieben, nicht gesagt, mit welchem Gefährt man diese Entfernungen überwindet. Er hat einfach gesagt, eine Strecke von 500 Jahren, die man braucht, um sie zurückzulegen, aber mit welchem Gefährt, Allahu a'lam, hat er nicht erwähnt. Deswegen kann man den Hadith schlecht von dieser Hinsicht her kritisieren. Ja? Ansonsten sollte sich herausstellen, dass es falsch ist, dann ist es einfach falsch. Weil es kann nicht sein, wie Sheikh al-Islam im Thema gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein authentischer Hadith der Realität widerspricht. Das ist einfach nicht möglich. Als letzte Information, liebe Geschwister, dann lasse ich euch gehen, sagt der Autor, wir profitieren von diesem Hadith, dass Al-Kursi etwas anderes ist als Al-Arsch. Manche Leute sagen, Al-Kursi ist das gleiche wie Al-Arsch, aber das stimmt nicht, sondern aus diesem Hadith wissen wir, und aus anderen Hadithen, auch wenn diese nicht authentisch ist, die ich vorgelesen habe, aber aus den authentischen, die ich vorgelesen habe, wissen wir, dass Al-Kursi ist etwas anderes als Al-Arsch. Al-Arsch ist der Thron und Al-Kursi ist der Thronschemel. Ja? Was ist ein Thron? Ein Thron ist normalerweise das, worauf sich der König sich bequem macht. Ja, beim Menschen ist das so. Ja? Das nennt man, auf Arabisch Sarir al-Malik, das heißt das Bett des Königs, heißt das Al-Arsch, wenn du nachschaust irgendwo. Und so steht es auch im Tafsir al-Jalalain, wenn er über Al-Arsch spricht.
Und Ibn Abbas hat uns die Arbeit abgenommen bei Al-Kursi und hat gesagt, damit ist gemeint, Al-Mawdi' al-Qadamain, der Ort der beiden Füße, so hat das wortwörtlich gesagt. Und das ist die authentische Überlieferung über ihn, weil manche Leute sagen dir, Ibn Abbas hat gesagt, Al-Kursi ist das Wissen. Al-Kursi ist das Wissen. Das stimmt nicht. Die Überlieferung ist nicht authentisch über Ibn Abbas, dass Al-Kursi das Wissen ist, sondern erstens ist sie nicht authentisch und zweitens widerspricht sie der anderen Überlieferung, dass damit der Ort der beiden Füße gemeint ist. Die ist authentischer und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von der Hadith, weiß, dass deswegen, dass man Ibn Abbas jetzt nicht zuschreiben darf, was er gesagt hat. Al-Kursi, damit ist gemeint, das Wissen. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad. Und zu guter Letzt bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir erstens einmal versuchen, diese Kapitel umzusetzen, soweit wir können, liebe Geschwister. Denn alles, was wir gelernt haben, ist zweifellos Yawm al-Qiyamah. Entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich. Ein Argument gegen dich, wenn du gelernt hast und du trotzdem machst du noch Sachen, die dem Tauhid widersprechen, obwohl du eigentlich den Unterricht gehört hast und noch verstanden hast. Und Argument für dich, wenn du das, was du gehört hast, umsetzt, denn dann wirst du zweifellos, wenn du das gehört hast, was wir gesagt haben, umsetzt, dann wirst du zweifellos zu Yawm al-Qiyamah, zu den Leuten gehören, die in ins Paradies eingehen werden, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne bestraft zu werden. Eine Sache, die wünschen wir jedem Muslim, zweifellos. Ja? Aber Allah hat bestimmt, dass es nicht alle Menschen werden eben so mit ihnen verfahren werden, sondern es gibt Leute leider, die in die Hölle gehen müssen. Und wir bitten Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören. Und deswegen empfehle ich jedem eindringlich, dass er, wenn er jetzt diese Unterrichte, wie heißt es, gehört hat, diese Unterrichte stehen zur Verfügung, alhamdulillah. Man kann sie im Internet anhören. Also, dass er diese wiederholt, dass sie sich nochmal anhört. Wenn du unterwegs bist, hör diese Unterrichte an. Wenn du auf Fahrrad bist, wenn du Pause hast, wenn du auf der Reise bist, im Flugzeug bist, hör dir sinnvolle Sachen an und wiederhole das, was du gehört hast. Weil du hast es gehört und wenn du jetzt etwas machst, was dem Tauhid widerspricht, dann kannst du nicht sagen, ja, Wallah, ich habe es zwar gewusst, ich habe es vergessen. Das geht nicht. Ja? Weil du bist verpflichtet, dieses Wissen auch dann zu behalten. Ja? Oder was haltet ihr von einer Person, die den Koran auswendig lernt und daher den Koran vergisst? Ja? Das sind Überlieferungen, auch wenn sie nicht authentisch sind, dass das zu den größten Sünden gehört. Jemand lernt Allahs Ayat und nachher vergisst er sie wieder. Ja? Tayyib, der Tawhid ist der Grund, warum die Ayat abgesandt worden. Okay? Ich sage nicht, dass man jede Sache hier erkennen muss. Aber je mehr man weiß, desto gelehrter ist man. Und je mehr man weiß, desto besser kann man auch anderen Leuten die Sache beibringen und erklären. Und ihr seht, Alhamdulillah, das möchte ich als letztes Wort sagen, dass dieses Buch, der Autor dieses Buches von Kitab al-Tawhid ist Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und derjenige, der dieses Buch erläutert hat, ist nicht ich, sondern ich bin nur derjenige, der es übertragen hat vom Arabisch ins Deutsch, sonst gar nichts, macht euch nicht mehr draus. Derjenige, der das Buch erläutert, heißt Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Das heißt, nach Allah subhanahu wa ta'ala danken wir Allah subhanahu wa ta'ala sowieso und wir danken ihm dafür, dass er uns Gelehrte erschaffen hat und uns zur Verfügung gestellt hat, die uns dieses Wissen gegeben haben und weitergebracht haben, das erläutert, die Mühe gemacht haben, Bücher zu schreiben, das zu erläutern. Die größte Arbeit liegt sicherlich in der Arbeit von Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dass er dieses Buch überhaupt geschrieben hat, in der Einteilung der Kapitel und der Zusammenfügung der Hadithe und so weiter und so fort. Und dann die Erläuterung ist relativ einfach, wenn du eine gesunde Aqidah hast. Aber jetzt, liebe Geschwister, erinnert euch vielleicht daran, als wir angefangen haben, diese Unterrichte zu machen, was war der Grund, warum wir dieses Buch ausgerechnet gewählt haben? Weiß jemand noch von euch den Grund, warum wir ausgerechnet dieses Buch gewählt haben, kein anderes? Über Aqidah gibt es viele Bücher. Warum dieses ausgerechnet? Weil es nur auf Koran und Sunna meistens. Das ist eine schöne Antwort. Aber weiß jemand vielleicht noch deutlicher, warum wir das gesagt haben? Also natürlich, weil es auf Koran und Sunna aufgebaut ist. Sehr schön. Aber okay, warum? Es gibt auch andere Bücher, die auf Koran und Sunna aufgebaut sind. Inshallah, alle Aqidah-Bücher. Ja, weil die Gelehrten alle zugestimmt haben, das ist das Buch. Leider überhaupt nicht. Ja? Also wenn du das meinst, leider überhaupt nicht. Also im Gegenteil, der Autor dieses Buches gehört zu den größten, kritisiertesten Gelehrten überhaupt. Ja, aber damalige Zeit gehört er von seinen eigenen Geschwistern, wo er teilweise bekämpft. Auch wenn sie nachher wieder Abstand genommen haben, ganz wichtige Sache. Man sagt immer, sein Bruder habe ihn bekämpft und so, aber entscheidender Punkt ist, sein Bruder hat am Ende eingesehen, dass er recht hat. Ja? Also, vielleicht gerade wegen seiner Persönlichkeit. Natürlich. Leute, wenn ihr heutzutage, machen wir uns kein Blatt vor Augen, das wird die Sache nochmal ins Auge fassen. Wenn ihr heutzutage den Begriff hört, die Wahhabiten, die Wahhabier, wie auch immer das ausschreibt, dann sind damit niemand anderes gemeint, als die Leute, die das glauben an das, was
Muhammad ibn Abd al-Wahhab gepredigt hat, ja? was er geglaubt hat. Das ist damit gemeint. Okay? Und das wird natürlich nicht als Lob verwendet an die Leute, die Wahhabiten, damit meint man nichts Gutes. Also wenn jemand das zu dir sagt, dann hat er dich nicht gelobt, sondern er will dich damit verunglimpfen. Und deswegen haben wir geschaut, Leute, das wichtigste und entscheidendste Buch von diesem Mann, warum der Mann bekannt vielleicht geworden ist, es gibt noch andere Bücher geschrieben, wenn man nicht nur ein Buch hat, aber ist Kitab al-Tawhid. Es gibt auch andere Bücher, die heißen Kitab al-Tawhid. Aber wenn du sagst Kitab al-Tawhid, dann meint man genau dieses Buch und kein anderes. Und dann wollten wir gucken, was steht denn in diesem Buch endlich drin, das die Leute dazu bringt, ihn zu kritisieren, ihn, die Extremsten von ihm bezeichnen ihn als Ungläubigen. Ja, das ist also nicht weit hergeholt und das ist heutzutage noch der Fall, ja, von vielen Leuten. Da wollten wir gucken, warum machen die Leute das? Und subhanallah, auch wenn ich das nicht jedes Mal deutlich gemacht habe, aber wenn jemand sich einfach mal das Buch besorgt, Tawhid, dann findet er, das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt, ein Titel, Ayat, Hadithe und was man daraus lernt. Das ist die Reihenfolge. Und dann soll jemand kommen mit irgendeiner Sache, die der Autor gesagt hat, der Autor, ich rede nicht von der, der erläutert hat jetzt, die Erläuterung, wir haben viel mehr gesagt, als der Autor gesagt hat. Wir können nicht dem Autor alles in den Schuh schieben. Inshallah hat er, glauben wir das gleiche wie er. Aber soll einer mit einer Aussage kommen, die dem Koran widerspricht oder den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Wie denn? Die meisten Kapitel, die wir erwähnt haben, bestehen ja nur aus Ayat und Hadithen. Ja? Möchtest du den Autor kritisieren, dass er manchmal Hadithe gemacht hat, die unauthentisch sind? Erstens, es waren niemals Hadithe, die maudu' sind. Niemals Hadithe, die erfunden worden sind. Und dann, in allen Fällen, oder sagen wir, damit ich vorsichtig bin, in den allermeisten Fällen war der Inhalt des Hadith sowieso authentisch. Das heißt, der Hadith mag sein, dass er nicht authentisch ist, aber der Inhalt, die Lehre, die wir daraus ziehen aus dem Hadith, ist authentisch bestätigt durch andere Hadith sowieso. Ja? Also können wir zumindest sagen, mach das mal besser, schreib ein Buch zusammen, zu jedem Kapitel von der Tawhid bringst du Ayat und Hadith, die dazu passen und die alle authentisch sind. Okay? Und liebe Geschwister, das ist der entscheidende Punkt ist eben, Leute, die andere als Wahhabiten bezeichnen, meinen damit nichts anderes, als dass sie den Koran und die Sunna verunglimpfen. Das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß, dass diese Leute nicht diese Absicht haben. Ich bin davon überzeugt, vollkommen, dass wenn jemand andere als Wahhabiten beschimpft und er selbst betet und fastet, Alhamdulillah, ja, dass er nicht damit eine schlechte Absicht hat. Aber das zählt nicht. Die schlechte Absicht, die gute, zählt überhaupt nicht. Warum? Weil wenn die Tat schlecht ist, dann ist die Absicht vollkommen wurscht, nicht mehr interessant. Damit Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine Tat akzeptiert, muss die Absicht gut sein und die Tat. Die Reihenfolge für den Betrachter ist folgendes. Er schaut, ein Mensch begeht eine Handlung, egal was es ist, beten, yalla, lass es das Gebet sein. Hinterher fragen wir ihn, für wen hast du gebetet? War es für Allah? Alhamdulillah, freu dich, du wirst deine Belohnung kriegen. War es für jemand anderes als Allah? Hab Angst vor Allah, mach Tauba, sonst wird er dich dafür bestrafen. Ja? Das ist die Sache. Aber wenn jemand einen anderen verunglimpft als Wahhabit, dann ist damit entweder ist der Person vollkommen unwissend, hat keine Ahnung von gar nichts. Und das ist natürlich meistens der Fall, weil die meisten Menschen unwissend sind, deswegen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel aus Wissen oder wie auch dem auch sei, wenn er zu einer anderen Person sagt, die anderen wird beschimpft mit einem Begriff als Wahhabit und entweder er weiß, dass damit eigentlich nichts anderes als der Koran und die Sunna gemeint ist, dann wa'iyadhu billah, ist er Kafir. Zweifellos. Wenn jemand weiß, dass mit Wahhabiyya nichts anderes gemeint ist als Koran und Sunna und er verunglimpft das, ist er aus dem Islam draußen, zweifellos. Aber wenn jemand das nicht weiß, dann hat ein großes Problem, mindestens sagen wir. Hat ein großes Problem. Weil er beleidigt andere Leute und er weiß nicht, wovon er spricht. Das heißt, mindestens hätte er seine Klappe halten müssen, wenn man es freundlich ausdrückt. Mindestens. Aber er redet trotzdem und verwendet Begriffe, von denen er keine Ahnung hat. Muhammad ibn Abdul Wahhab heißt nicht mal, der heißt Muhammad, der Mann erstmal, das ist das Wichtigste. Der Mann heißt Muhammad. Ja? Und Wahhab ist der Name seines Vaters. Und er heißt Abdul Wahhab. Warum heißt er Abdul Wahhab? Ja, weil Wahhab ist ein Name Allahs. Al-Wahhab ist ein Name Allahs. Im Koran steht drin. Ja? Und deswegen heißt er Abdul Wahhab, Entschuldigung, der Diener von Al-Wahhab. Al-Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Ja? Wie kann man, wenn man ein bisschen Iman im Herzen hat, diesen Namen Allahs verwenden, um andere damit zu beleidigen? Wie geht das? Ja? Ich sage doch auch nicht, du Rahmani, oder weiß ich was. Wir sagen absichtlich nicht, wir versuchen absichtlich nicht, die Ahmadiyya als Ahmadiyya zu bezeichnen, weil Ahmadiyya, Ahmad ist ein Name von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam.
Und das ist ein Wort, kommt auch von Hamida, von Lob. Das ist ein schönes Wort. Die verdienen das Wort nicht, weil sie ungläubig sind. Ja? Sondern wir sagen zu ihnen Al-Qadianiyya. Weil der Mann hieß Ahmad Qadiani, dem sie folgen, als Propheten, diesem Lügner. Ja? Und der Prophet hat ja gesagt, es wird Lügner geben, die Propheten zu beanspruchen. Ja? Deswegen, wir bezeichnen sie nicht als Ahmadiyya, weil der Name ist zu edel für sie. Wie kannst du dann deine anderen Geschwister als Wahhabiyya bezeichnen mit einem Namen Allahs? Also das weist die Geschwister mindestens auf Unwissenheit in dieser Hinsicht hin. Ja? Liebe Geschwister, der Punkt ist einfach, wie gesagt, zusammengefasst, wir eignen uns dieses Wissen an und wir können jetzt mit Gewissheit sagen, wenn jemand uns sagt, ihr Wahhabiten, sagen wir, was meinst du damit? Ja, immer vorsichtig sein. Also, was meinst du damit? Wenn er damit sagt, die Leute von Mohammed Wahhab, sagen wir langsam, wie viele Bücher hast du von dem Mann gelesen? Dann sagt er dir keins. Alle sagen keins. Einer habe ich gesagt, wie viele Bücher hast du? Ja, sagt keins. Er sagt, ja, und dann willst du urteilen darüber? Hat er gesagt, brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich die Kritiker über Mohammed Wahhab lese. Toll. Ganz tolle Antwort. Ja? Also, Quatsch einfach. Du, lies doch wenigstens, was der Mann gesagt hat, bevor du über ihn urteilst. Ja? Und der Mann hat nichts gesagt. Der Mann hat gar nichts gesagt. Außer, wie gesagt, um ehrlich zu sein, manchmal hat er gesagt, aus diesen Hadithen, aus dem Erd lernen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, manchmal bis 20, 30. Ja? Hat er den Nutzen erzählt. Aber zeig ihm den Nutzen daraus, der falsch ist. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, diesen Begriff verwenden wir nicht. Zweifellos nicht. Keiner von sich behauptet, keiner bezeichnet sich als Wahhabi. Niemand. Das ist Quatsch. Unnötig. Macht Unruhe. Macht Fitna. Macht Spaltung. Ist einfach für die Katz. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat gesagt, huwa sammakumul muslimin min qabl. Er sagt über Ibrahim, er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Und deswegen ist das der Begriff. Warum sind die anderen Begriffe später gekommen? Die sind gekommen aufgrund der Notwendigkeit. Notwendigkeit der Lage. Alle sagen Muslime und die einen fangen plötzlich an, wali'adhu billah, wie soll ich sagen, die Sahaba zu verunglimpfen, die zu beleidigen. Tayyib, irgendwie musst du sie anders nennen, weil wenn du sie Muslime auch nennst, vor den anderen, vor den Kuffar, dann wissen die Kuffar nicht mehr, wer ist wirklich Muslim. Also nennst du sie lieber mit einem Namen, um sie abzustempeln in einer Gruppe. Das Gleiche, was sie mit uns machen. Zweifellos. Das Gleiche, was sie mit uns machen, ja. Aber das ist die Notwendigkeit der Lage, sonst gar nichts. Ansonsten würden wir niemals andere Begriffe verwenden, außer Muslim und das war's. Weil Allah hat uns diesen Namen im Koran erwähnt und er möchte, dass wir diesen Namen verwenden. Ja? Alle anderen Namen beiseite. Alle anderen Namen verwendet man nur, wenn es einen Grund dafür gibt. Keiner geht in die Welt hinaus und bezeichnet sich mit anderen Namen als Muslim, nicht mal Sunni. Es sei denn, es gibt einen Grund. Ja, stellt euch mal vor, ein neuer Muslim kommt zu euch. Fragt ihn, welche Religion hast du? Sagst du, Muslim, aber ich bin Sunnit. Das passt überhaupt nicht in die Da'wah, wenn du sowas erzählst. Es sei denn, die Person weiß, wovon du sprichst, wie gesagt. Wenn die Person weiß, dass es auch verschiedene Richtungen vom Islam gibt und so, und ihm ist nicht klar, welche richtig ist, da kannst du ihm erklären. Aber normalerweise, wenn jemand fragt, was der Islam, sagst du ihm, der Islam ist, zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt als Allah, dass Mohammed der Gesandte Allah ist, und sagst ihm die Arkane des Islam, das ist der Islam. Weil der Prophet hat auch so geantwortet, sallallahu alaihi wa sallam. Also antworte du auch wie er und denke nicht, dass du besser antworten kannst als er. Ja? Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.